Hallo, liebe Leute, heute kommt mal ein System, was eigentlich die größte Erfolgsperiode in der ungarischen Geschichte war, oder zumindest eine der größten Erfolgsperioden der ungarischen Geschichte darstellte. Und das nennen wir das Zeitalter des Dualismus. In dieser Zeit war Ungarn eigentlich sehr dynamisch, ein sehr sich sehr dynamisch entwickelndes Land, sowohl politisch, aber eher und lieber was die Wirtschaft betrifft. Zunächst sprechen wir mal über die Bedingungen. Also, was verursachte diese große wirtschaftliche Entwicklung und Modernisierung? Was waren die Voraussetzungen dafür? Zunächst mal brauchte man politische Stabilität im Land, also ein System, was wirklich ohne Konflikte und ohne Probleme zusammen mit den Österreichern arbeiten kann. Und in diese friedensvolle Phase das Land sich wirtschaftlich rasch entwickeln kann. Fangen wir mit, also am Anfang gab es eigentlich zwei Parteien, ne, vor dem Ausgleich. Das haben wir schon ein bisschen angedeutet. Das war die DEAG-Partei, also Adressenpartei, und die Beschlusspartei. Und aus dem ehemaligen DEAG-Adressenpartei wurde die DEAG-Partei. Das war die Partei des Ausgleichs. Und in der Opposition war die sogenannte Linksmitte, also Bauernkesee. Und diese Partei war gegen den Ausgleich mit dem führenden Politiker Karl Manntisser. Also Karl Manntisser war der Anführer des, Links, der Linksmitte. Und was wollten sie? Sie wollten gegen den Ausgleich agieren, sie wollten mehr Unabhängigkeit für Ungarn, und das haben sie in den sogenannten Punkten von Bihor zusammengefasst. Das war das Programm dieser Partei. Sie wollten keine gemeinsamen Ministerien, keine Delegationen, eigene Finanzen und eigenes Heer. Also sie wollten keine Realunion, sie wollten eher eine, nur eine Personalunion mit Österreich. Also wie gesagt, dieses Programm gehört zur Borkenseepartei. Interessanterweise, dieser Karl Manntisser macht einen Kompromiss im Jahre 1875 mit der DEAG-Partei, und aus den zwei Parteien, also aus Linksmitte und aus Regierungspartei, lässt er eine neue Partei bilden. Und das ist die Liberale Partei, auf Ungarisch Szabad Párt. Und das wird eine große Sammelpartei in der Mitte, also in Mitte des politischen Zentrums. Und so entsteht, wie ich geschrieben habe, ein starkes liberal-konservatives Zentrum. Und diese Partei wird so stark, dass dieser und diese Partei bis 1890 an der Macht bleiben können. Also bis Viktor Orban war Kármán Tisza der längsten regierende Ministerpräsident in Ungarn. Also 15 Jahre hat er schon auf dem Puckel. Und seine Macht wird durch diese Quelle sehr gut demonstriert. Also, das war eigentlich eine, naja, auf dem Papier theoretisch war das ein demokratisches System, aber dieser hat eigentlich das Land eigen, mit der eigenen Hand geführt. Sein Spitzname war der General. Also, seine Partei hat ihm durch Feuer und Wasser gefolgt. Und
Ohne ihn konnte man gar keine Änderungen im Land durchführen. Wie gesagt, war das ein sehr zentralisiertes System, aber trotzdem ein stabiles System. Und dieses System war sehr gut für die Wirtschaft. Das ist hier eine Bonusfolie, das solltet ihr euch zu Hause ein bisschen mal anschauen. Das sind die ganzen Provinzen und naja, Länder von Österreich-Ungarn. Also wir haben wirklich in einem Staatsgebilde gelebt, was sehr groß war und sehr stark, auch politisch und auch wirtschaftlich in Europa eine Großmacht war. Wirtschaft, also, jetzt kommen wir wirklich zum Thema Wirtschaft. Die Entwicklung der Wirtschaft brauchte Faktoren, die es davor nicht gegeben hat. Also in der Reformzeit und Absolutismus hat man die Wirtschaft zwar entwickelt, aber nicht so stark wie jetzt. In dieser Zeit. Freilich hat man, denken wir jetzt an Széchenyi und an die Kettenbrücke und an die Eisenbahn. Also Landwirtschaft, Eisenindustrie und Verkehr wurden schon in der Reformzeit und in den Zeiten des Absolutismus, also in der Bach-Ära oder während des Provisoriums, entwickelt. Es ist aber keine bürgerliche Mittelschicht entstanden, es gab wenig Kapitaltöke und die Urbanisierung war auch nicht sehr bedeutend. Was sind die Gründe dafür, dass es eigentlich keine Kooperation zwischen Österreich und Ungarn gegeben hat? Also, warum? Ungarische Elite war im passiven Widerstand und die Österreicher haben die Wirtschaft nicht gefördert, sondern sie wollten ihr Geld aus Ungarn holen. Also sie haben die Steuer erhöht und so weiter und so fort. Aber im Dualismus hatte Ungarn jetzt Unabhängigkeit innerhalb der eigenen Grenzen. Ungarn hatte politische Freiheit und Ungarn hatte auch Geld für die Wirtschaft. Also der Staat hat angefangen mit Subventionen die Wirtschaft zu unterstützen. Und bitte korrigiert mal diesen Fehler. Subventionen schreiben wir mit V und nicht mit W. Okay? Also staatliche Subventionen heißen, wenn der Staat sich in die Wirtschaft einmischt, also mit Geld und mit anderen Mitteln die Wirtschaft unterstützt, also der Wirtschaft hilft. Was sind diese Hilfsmittel? Schaut euch mal bitte die Quelle an. Also man kann direkt mit Geld helfen, aber man kann mit Kreditinstitutionen, also mit Banken helfen, also dass der Staat Banken gründet. Man kann den Verkehr entwickeln, das hilft der Wirtschaft auch, also die Infrastruktur. Zweitens in der Ausbildung. Drittens in der Sicherheit, also dass man sich auf die Straße und in die Arbeit traut. Also diese sind die Faktoren, die jetzt vom Staat gesichert werden. Dazu kann der Staat noch den Unternehmen Steuer- und Gebührenfreiheit geben. Also sie müssen nicht so viele Steuern zahlen. Mit Geld fördern, die Zölle vermindern, also Warmtschöpkentisch, die Infrastruktur entwickeln, in die Bildung investieren und Kreditinstitutionen gründen. Das sieht man ja auch in dieser Statistik, dass der Staat zunehmend diese Subventionen erhöht. Also
die Summe, die in die Wirtschaft gepumpt wird, wird jährlich verdoppelt und am Ende sogar verzehnfacht. Gut, es gibt aber auch externe Faktoren in Europa. Also nicht, diese Entwicklung kommt nicht nur von drinnen. Auch europaweit gibt es jetzt eine sehr günstige Umgebung für die Wirtschaftsentwicklung. Unser Hauptprodukt, also Getreide, ungarisches Getreide, Gabonat, kann man in Europa zu dieser Zeit relativ gut verkaufen, also für einen guten Preis. Sehr viele Investoren kommen nach Ungarn, das nennen wir Kapitalimport. Also Ausländer investieren in ungarische Fabriken, in ungarische Unternehmen und sie arbeiten dann mit Ungarn zusammen. Sie können dafür auch Geld verdienen und so häuft das Kapital auch hierzulande an. Also auch in Ungarn gibt es viel mehr Geld, mit dem man etwas anfangen kann. Nicht nur Geld kommt aus dem Ausland, sondern gebildete Arbeitskräfte, die zum Beispiel in Deutschland arbeitslos waren, weil dort es zu viele gegeben hat von ihnen. Die kommen gerne nach Ungarn und gründen auch kleine Fabriken, kleine Handwerker, Werkstätten und so weiter. Es gibt ein gemeinsames Zollgebiet jetzt mit Österreich. Also wir können unsere Produkte zollfrei, warmmännischen, zollfrei in der ganzen Monarchie. Denkt an diese Karte, was ich euch vor kurzem gezeigt habe. Also in dieser ganzen Monarchie dürfen ungarische Unternehmer ihre Produkte oder Wirte ihre Produkte verkaufen. Operiert der Staat auch mit Krediten, also diese Regierung nimmt sehr viele ausländische Kredite auf und wird auch relativ stark verschuldet. Später können sie aber diese Schulden zurückzahlen, weil es der Wirtschaft gut geht, also ein Gleichgewicht entsteht zwischen Schulden und wirtschaftlicher Entwicklung. Diese Zeit, und das ist ein super Wort, ist die Zeit des Gründungswahn auf Ungarisch Gründolási Láz, Alapítási Őrület. Also sehr viele Firmen und Fabriken werden gegründet und Gesellschaften. Also zu dieser Zeit möchte fast jeder Mensch etwas gründen und damit Geld verdienen und profitieren. Das Bankensystem wird zu dieser Zeit entwickelt. Warum sind die Banken wichtig für uns? Weil die Banken diese neuen Unternehmen mit Krediten, mit Geld am Anfang unterstützen können. Und das sind also die internen und externen Faktoren in der Wirtschaftsentwicklung. Was im Land noch passiert? Das ist die Entwicklung der Infrastruktur und das ist nicht die Wirtschaft im engeren Sinne, sind aber Faktoren, die die Wirtschaft sehr nach vorne bringen. Und das sind zwei infrastrukturelle Entwicklungen. Zunächst mal die Eisenbahn. Am Anfang gab es relativ viele und unterschiedliche Eisenbahngesellschaften und sie waren unreguliert, also hatten andere Maße, andere Patente, andere Vorschriften und sie wurden auch so eher so frühkapitalistisch gebaut, also nicht immer gerade, sondern wenn jemand ein bisschen mehr bezahlt hat, dass zum Beispiel ein Aristokrat mit viel Land, wenn er ein bisschen mehr Geld bezahlt hat, da die Eisenbahn eine Kurve nimmt und in sein Dorf auch einfährt, dann hat man die Eisenbahn so gebaut. Das nennen wir Panama-Fälle, also Korruption und Lobbys. Also wer mehr Geld hatte, konnte den Eisenbahnbau ein bisschen beeinflussen. Das hat sich in dieser Zeit geändert. Der sogenannte Eisenminister Baros Gábor
kauft mal diese privaten Gesellschaften auf und er gründet eine große Eisenbahngesellschaft. Und das war die Ungarische Eisenbahngesellschaft, also MAP. Und er hat auch mal die Preise gesenkt, genau so sagt man das richtig. Und er hat auch angefangen mit Personenbeförderung. Also die Eisenbahn bekommt jetzt auch sehr viele Personenwagen. Also nicht nur die Waren können durch das Land transportiert werden, sondern auch mal die Menschen in großen Mengen. Und die Eisenbahn war auch wirklich ein Katalysator der Wirtschaft. Warum? Die Eisenbahn braucht Eisen, die Eisenbahn braucht Lokomotive, also die Eisenbahn braucht Fabriken. Also große Fabriken entstehen, die mal sehr viele Menschen beschäftigen. Und auch in der Eisenbahn arbeiten auch sehr viele Menschen und Bauarbeiter. So waren zum Beispiel die Lokomotive dabei. Und zu dieser Zeit sind in der ganzen Monarchie diese typischen Bahnhofsgebäude entstanden. Ein paar gibt es noch bis heute. Und von Galizien bis nach Österreich, von Kroatien bis Tschechien haben sie überall so ausgeschaut. Und man wusste, dass man sich in der kaiserlichen und königlichen Monarchie befindet. Und hier eine kleine Abbildung, wie viele Eisenbahnlinien man zu dieser Zeit gebaut hat. So wirklich extrem. Okay, und da ist eine kurze Statistik mit Kilometern und mit Zahlen. Die zweite infrastrukturelle Entwicklung, das ist die Flussregulierung. Was sind die Gründe dafür? Flüsse mussten reguliert werden. Széchenyi hat schon zum Beispiel mit dem Eisernen Tor Vaskapu damit angefangen. Flüsse, also Donau, Theiß, Drau und die Save, mussten reguliert werden, damit auf ihnen Schiffe fahren können, also damit man auf ihnen Getreide und andere Produkte transportieren kann. Und mit der Regulierung der Flüsse, das zeige ich euch, wie das funktionierte, die Flüsse waren zuerst mal so, mit Kurven. Und hier gab es Überschwemmungsgebiete auf ungarisch Arterek. Also wenn es zu viel Wasser im Fluss war, sind diese Gebiete auch unter Wasser geraten. Mit der neuen Regulierung hat man diese Kurven abgeschnitten. Also das Wasser ist viel schneller durch den Gegend geflossen und damit wurden diese Überschwemmungsgebiete abgeschafft. Und dadurch hat man sehr viel Land gewonnen, also sehr viel Fläche für die Landwirtschaft. Also das nennen wir auch zweite Landnahme, weil man sehr viele Gebiete oder Äcker und Flächen für Getreideanbau gewonnen hat. Am Anfang hat man das aber relativ schnell gemacht. Also zum Beispiel an der Theiß. Man hat das im Norden gemacht, im Süden aber nicht. Und das resultierte in einem brutalen Hochwasser in Szeged. Also ganz Szeged wurde überschwemmt und zerstört und musste neu gebaut werden. Drück bitte hier auf Pause und lese mal diesen Artikel. Diese Flussregulierungen haben auch sehr viel Arbeit für Menschen gegeben, besonders für die Armen, für die ärmeren Schichten. Die nennen wir auf Ungarisch Kubikosok. Auf Deutsch können wir sagen, so Bauarbeiter oder Dammbauarbeiter, in Gatebindömungasok, Dammbauarbeiter. Und da seht ihr bitte das Hochwasser von Szeged. Das war wirklich katastrophal.
Gut, noch ein paar Wörter. Die Landwirtschaft hat sich durch diese zweite Landnahme auch entwickelt. Also man hatte mehr Gebiete, aber das nennen wir extensive Entwicklung, wenn man mehr Platz hat und mehr Land hat. Die Landwirtschaft hat sich aber auch intensiv entwickelt. Das heißt, neue Techniken, neue Produkte, neue Pflanzenarten, neue Lebensmittelarten. Kartoffeln und Mais werden zu dieser Zeit populär. Oder Industriepflanzen wie zum Beispiel, was sollte ich, Leine oder Len oder Zuckerrübe, Zuckerreber. Und auch in der Landwirtschaft erscheinen die ersten Maschinen in Ungarn. Also landwirtschaftliche Tätigkeiten werden viel leichter durchgeführt. Auch in der Viehhaltung kommt die intensive Viehhaltung. Also neben Graurind, Stürkemarha, kommen auch andere, zum Beispiel Rindarten dazu, die in größeren Mengen gehalten werden können und zum Beispiel mehr Milch produzieren. Was Wein betrifft, hier war auch eine große Katastrophe. Das war die Reblausinfektion, also Phylloxera-Jahrwein. Reblaus ist ein Käfer, Tetü. Und diese Rebläuse haben fast alle ungarischen Weingebiete zerstört und man musste alles neu beginnen, alles neu anbauen mit neuen Weinsorten. Aber diese Landwirtschaft hat zu dieser Zeit noch immer eine führende Rolle in Ungarn. Also ein Großteil der ungarischen Produktion kommt doch immer aus der Landwirtschaft. Hier sehen wir schon, wie man mit Dampf angetriebenen Maschinen in der Landwirtschaft zum Beispiel arbeiten kann. Und zwei Drittel der Bevölkerung arbeiten noch immer in der Landwirtschaft und vor allem dominiert noch immer der Großgrundbesitz, also Neubiertok, also das sind große Bodenbesitzer der Aristokraten und an diesen Besitztümern arbeiten die sogenannten Tagelöhner, auf Ungarisch Napszámosok. Das sind arme Bauern, die selber kein Land haben, also für einen Aristokraten dann für Tagesgeld, für einen Tageslohn. Okay, was ist mit der Industrie zu dieser Zeit? In der Industrie die führenden Branchen sind. Na, welche sind wohl die führenden Branchen? Denkt ein bisschen an Eisenbahn und Schifffahrt und Flussregulierung. Also die führenden Branchen sind Maschinenbau und Eisen. Industrie, also Maschinenbau und Eisenhütten, aber ein sehr starker Zweig oder eine sehr starke Branche wird die Mühlenindustrie in Ungarn, Malomipar. Also wir haben viel Getreide, wir haben viele Maschinen, also damit kann man riesige Mühlen bauen. Ungarn wird nach den USA zu dieser Zeit die zweitgrößte Produzent von Mehl in der ganzen Welt. Dazu kommen noch Lebensmittelindustriezweige wie zum Beispiel Fleischindustrie, denkt an Salami wie zum Beispiel Pik und Herz, aber auch Zucker und Alkohol wird zu dieser Zeit ein Schlager, ein Renner. Denkt an die ersten ungarischen Bierfabriken, Dreher oder die Schopronner Bierfabrik wurde auch in dieser Zeit gegründet. So, hier seht ihr ungefähr jetzt einen Vergleich, eine Statistik in der Quelle. Schaut euch bitte mal an, welche Zweige die Renner sind. Am schnellsten entwickelt haben sich wirklich Lebensmittel, Eisenindustrie und Maschinenbau, Verkehrsindustrie und auch Elektroindustrie. Während sich also zusammengefasst können wir sagen,
Schwerindustrie und Lebensmittelindustrie waren am dynamischsten. Und Leichtindustrie hat sich zwar auch entwickelt, aber gar nicht so stark wie die anderen. Warum? Leichtindustrie hatte auch eine sehr starke Konkurrenz in Österreich und in Tschechien zum Beispiel. Okay, die sehr wichtigen, die wichtigsten Firmen sind, ja, was ich vergessen habe zu sagen, ja, die Zünfte hat man endlich mal aufgelöst, also in dieser Gründungswahn werden jetzt endlich mal in Ungarn Fabriken gegründet, also wirklich Industriegebiete und Industriefabriken. Die größten Firmen waren zum Beispiel Marvag oder die Firma Ganz von Abraham Ganz oder die Firma Weiss Manfred in Czepel. Das waren riesige Industriekomplexe. Okay, Richter, also Medizin, ist noch sehr entwickelt, aber nicht nur in Budapest, und diese waren alle in Budapest, außer Győr, nicht nur in Budapest, sondern auch in anderen Landesteilen entwickeln sich sehr große Industriegebiete, wie zum Beispiel um Chorgo-Tarjan, um Reschica Banja oder um Pécs. Gut, da habe ich noch ein paar Quellen, seid so lieb und lest mal bitte auch mal diese Quellen.